Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein bisschen ein anderes Format, aber ich muss euch was erzählen. Heute geht es also darum, warum eine Hundeversicherung sehr, sehr wichtig ist. Man muss ja eine Hundeversicherung erst ab dem dritten Monat oder spätestens, wenn der Hund 3 Monate alt ist, muss die Hundeversicherung abgeschlossen sein. Das heißt, man hat da ein bisschen Spielraum, sollte man aber gar nicht unbedingt ausnutzen. Also mein Tipp an alle, die sich einen Welpen holen, gleich die Hundeversicherung abschließen, man weiß nie, was passiert. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es so Kleinigkeiten sind, die passieren können, wo eben eine Versicherung dann hilfreich wäre. Und ich will euch einfach mal kurz erzählen, was uns Peinliches passiert ist und wo ich dann schon ziemlich froh war, sagen zu können, kein Problem, der Hund ist versichert. Gell, Betty? Wegen dir? Mhm. Aber ist nicht schlimm, ich hab sie trotzdem lieb. Okay, ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie das abgelaufen ist. Und zwar müsst ihr wissen, wir wohnen eigentlich ziemlich nah an einem Fluss und wir gehen da auch immer zum Baden mit dem Jorvet an heißen Tagen. Und wir waren wieder mal am Fluss zum Abkühlen. Jorvet war im Wasser und flitzt dann ganz schnell aus dem Wasser raus, so schnell, dass ich ihn gar nicht an die Leine bringen konnte. Da waren noch 2 Personen, die haben gerade zusammengepackt oder aufgebaut, das wussten wir zu dem Augenblick noch nicht. Und der Jorvet ist auch immer noch nicht so weit, dass man ihn zuverlässig zurückrufen kann, wenn man so schreit. Ich so natürlich, hey Jorvet, nein, komm her. Aber es hat alles nichts gebracht. Er ist schnurstracks zu diesen Leuten gelaufen und ich war schon, oh mein Gott, jetzt hüpft er sie an und keine Ahnung. Ja, ihr kennt das bestimmt auch. Auf jeden Fall war das schon unangenehm, dass er überhaupt nicht gehört hat und halt zu den fremden Leuten hin ist und ich ihn nicht zurückholen konnte. Das war mir schon sehr, sehr unangenehm. Also bin ich hin und war so, oh, sorry, es tut mir leid, sorry, der Hund, er ist noch jung und so weiter und habe ihn zurückgeholt und dachte mir so, ja, okay, unangenehm, aber passt schon. Dann sind wir wieder zurück. Ich so, ja, nein, das darf man nicht. Ihr kennt es. Auf jeden Fall hat es nicht lange gedauert. Dann kommt diese junge Dame, zu der Hund hin ist, und hat schon eine ganz wackelige Stimme und meint so zu mir, ja, der hat mir jetzt ein Loch reingetreten und war halt mega, mega traurig. Also Fakt ist, die waren quasi am Abbau, die hatten gerade ihr Paddleboard so am Boden, also sie haben die Luft rauslassen und so weiter, und als der Jorvet hin ist, ist er einmal kurz über dieses Paddleboard geflitzt und mit seinen Krallen hat er dann anscheinend ein kleines Loch in dieses Paddleboard. Auf jeden Fall war das Mädchen da total am Boden zerstört, weil es war Limited Edition, rosa, es war ihr Geburtstagsgeschenk, hat sie erst gestern bekommen, zum ersten Mal ausprobiert und jetzt ist es schon kaputt, weil der Hund drüber ist und ist dann in Tränen ausgebrochen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie leid mir dieses Mädchen getan hat und wie unangenehm mir diese Situation war. Aber es hat unheimlich gut getan, dass ich sagen habe können, okay, mir ist gelaufen, es tut mir leid, aber unser Hund ist schon versichert. Also kein Thema, wir regeln das auf jeden Fall. Also es war für mich eine totale Erleichterung überhaupt, dass ich das schon sagen konnte. Und der Hund auch noch gar nicht lang versichert. Also ich glaube wirklich, ein paar Tage zuvor haben wir die Versicherung abgeschlossen. Spielt auch gar keine Rolle eigentlich, welche Versicherung. Wir haben einfach, also wir machen das immer so, wir googeln einfach, was die billigste Variante ist und die nehmen wir dann. Das heißt, schaut einfach, was ist aktuell der billigste Tarif und holt doch diese Hundeversicherung. Ja, also es war wirklich eine ganz alltägliche Situation, ganz zufällig, zwar dumm gelaufen, aber es kann immer irgendwas passieren. Es sind auch die Kleinigkeiten und dieses Paddleboard hat auch 250 Euro gekostet. Also ich bin froh, dass ich das nicht aus eigener Tasche zahlen musste, sondern dass die Versicherung das auch übernommen hatte. Ich habe direkt Fotos gemacht, wir haben Kontakt ausgetauscht und es war innerhalb einer Woche auch dann abgewickelt. Sie hatte ihr Geld wieder und ich war dann auch erleichtert, dass wir das so lösen konnten. Aber für mich war es einfach nochmal ein kleiner Reminder. Ja, man hat diese 3 Monate, aber man sollte sie vielleicht nicht komplett ausschöpfen. Sobald ihr den Welpen habt, schließt sofort diese Versicherung ab. Man weiß nie, was passiert. Und ich will einfach vermeiden, dass irgendwer sich einen Welpen holt und der dann über ein Paddleboard läuft und dann müsst ihr 250 Euro zahlen aus eigener Tasche. Das wäre echt blöd. Deshalb versichert den Hund gleich. Das ist überhaupt kein Aufwand. Das dauert nicht lange. Ja, dann seid ihr in solchen Situationen und auch in schlimmeren oder in weniger schlimmeren abgesichert. Es kann immer was passieren. Für mich war das eine sehr unangenehme Situation, aber auch sehr lehrreich. Und deshalb auch dieser kleine Talk hier jetzt mal kurz zwischendurch. Ist mal ein bisschen was anderes. Vielleicht ist das auch ein kleiner Hinweis für die, die sich einen Welpen holen. Ich will auch gar nicht mehr lange rumlabern. Das war es eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Ich will nur noch einmal kurz den Jorvet zum Tschüss sagen und dann sind wir auch schon wieder weg für heute. Sagst du noch kurz Tschüss? Unser Setup ist nicht das Stabilste. Das beleidigt euch den Unterhaben. Knuddelalarm! 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 Jorvet sagt, holt euch eine Versicherung. Das ist echt wichtig. Man weiß nie, was der kleine Doggo so anstellt. In diesem Sinne,
Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und schaltet wieder ein. Tschüss!